Enormes Glück hatten die beiden Pkw-Insassen heute Nachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Sauerlandlinie zwischen Olpe und Drolshagen. Durch den Abbau der Baustelle zwischen Drolshagen und Meinerzhagen hatte sich ein Rückstau entwickelt. Eine 45-jährige Frau aus dem Kreis Lörrach hatte den am Stauende stehenden Lkw übersehen und war mit der Beifahrerseite unter den Sattelzug aus Lettland gefahren. Die Polizei vermutet, dass der Beifahrer sich geistesgegenwärtig geduckt hat. Nur so ist zu erklären, dass er nur am Arm verletzt wurde. Selbst der Abschleppunternehmer hatte Probleme, durch den Stau zu kommen. Deshalb wurde die Autobahn kurzfristig voll gesperrt, damit das Bergungsfahrzeug von der Gegenfahrbahn aus anfahren konnte. Gut, wir haben natürlich auch ein paar Probleme, durch den Stau zu kommen. Ja, durch den ganzen stockenden Verkehr. Es kam gerade der Berufsverkehr rein. Wir haben auch gut 5 Minuten gebraucht für 1 Kilometer Stau. Ja, das ist eigentlich unmöglich. Trotz Hupen, alles ist schlecht zu machen. Nach 2 Jahren Bauzeit sind die Fahrtrichtungen Frankfurt und Dortmund zwischen Meinerzhagen und Drolshagen jetzt wieder dreispurig befahrbar. Die beiden Pkw-Insassen des Passat wurden zwar ins Olper Krankenhaus eingeliefert, sie dürften jedoch schnell wieder entlassen werden.